Die gestern nachbörslich erfolgte Umsatzwarnung des größten Chemiekonzerns nach Umsatz der Welt, nämlich BASF, zeigt, was in Deutschland los ist. Wir stehen am Beginn oder sind schon mittendrin in einem Prozess der Deindustrialisierung, ausgelöst durch zu teure Energie, durch eine Bürokratie, die letztendlich sich selbst verwaltet, und einer Politik, die das nicht wirklich erkennt, die in ideologischen Mustern verharrt und sagt, wir haben doch Klimaziele, und gleichzeitig dabei vergisst, dass diese Klimaziele, wenn man sie denn erreichen will, auch finanziert werden müssen. Und wer tut das? Das tut vor allem die Industrie. Dort gibt es die gut bezahlten, die bestbezahlten Jobs am Arbeitsmarkt. Da wird viel Steuern gezahlt. Das alles ermöglicht unseren Sozialstaat. Und wenn die Industrie abwandert, und das ist zunehmend der Fall, dann wird all das schwieriger. Dann werden wir große Probleme haben in diesem Land. Wir leben noch aus der Substanz, wenn man mit Arbeitgebern spricht, was ich hin und wieder tue, dann sagen die, ja, die Leute, die jungen Leute, für die ist Freizeit an alleroberster Stelle. Da ist natürlich nichts dagegen zu sagen, gar keine Frage. Nur irgendwie muss ja unser Wohlstand erhalten oder verdient werden. Und noch geht das, weil wir aus der Substanz heraus leben. Aber wenn sich das fortsetzt und alle nur an sich denken und an ihre eigene Optimierung des Wohlgefühls, dann wird die ganze Geschichte schwierig. Und das ist das Kernproblem in diesem Land, dass wir jetzt eine Generation natürlich haben, die sagt, okay, ist doch alles schick, ich muss jetzt nicht noch mehr Geld haben, das ist doch alles schon genug, gar keine Frage, ist auch überhaupt nicht zu kritisieren, diese Einstellung, aber mittelfristig wird und langfristig wird das eben schwer, zumal wenn die Perspektiven sich in Deutschland verschlechtern. Schauen wir uns mal hier BASF, wie gesagt, nach Umsatz, der größte Chemiekonzern der Welt, und Chemie steht ja oder ist in fast allen Produkten, die wir so kaufen. BASF ist übrigens nach Marktkapitalisierung ziemlich weit abgeschlagen, aber eben nach Umsatz Nummer 1. Und wir sehen hier Umsatzwarnung. Erwartet war vorher 84 bis 87 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr. Jetzt nur noch 73 bis 76 Milliarden. Das ist schon ziemlich heftig, dieser Einbruch. Und der BASF ist nicht alleine. Hier mal ein Interview mit dem Chef des Chemieverbandes bei IPIN. Der sagt, uns läuft die Zeit davon. Noch, sagt er, sieht man nicht das ganze Ausmaß der Krise, weil die Arbeitslosenzahl noch moderat ist. Und das große Problem ist, er sagt hier, ich habe mit einem Unternehmer gesprochen, der überlegt jetzt ins Ausland zu gehen, weil er sagt, ich kriege hier womöglich bald gar keinen Strom mehr. Es fehlen über 12.000 Kilometer Stromleitungen in Deutschland, und eigentlich wollte die Bundesregierung ja 5 Windkraftanlagen pro Tag aufstellen. Wie viel sind es faktisch? 1,5. Das heißt, wir sind weit hinter unseren Zielen. Wir setzen auf Solar und Wind, zwei Energiequellen mit einer der geringsten Energiedichten und vor allem, die nicht grundlastfähig sind. Das heißt, mal weht der Wind, mal scheint die Sonne, mal nicht. Das heißt, ich brauche immer eine Ersatzstruktur, die das Ganze vorhält. Das ist derzeit Gas und Kohle, deswegen brauchen wir so viel CO2 in Europa wie nur Polen noch mehr, sonst sind wir da Spitzenreiter. Also derzeit ist das nicht wirklich eine Erfolgsbilanz, aber das ist genau der Punkt. Wir setzen auf diese zwei Energiequellen, kommen aber mit dem Ausbau, der nötig wäre, damit überhaupt einigermaßen eine Energiesicherheit hergestellt wird, überhaupt nicht hinterher, und das wird sich auch so schnell nicht ändern, denn einer der Punkte ist eben die Bürokratie, und hier sagt dieser Mann, der Chef eben der Chemieindustrie, vergesst eins nicht, die Entwicklung in unserer Branche ist ein klassischer Frühindikator, weil wir mit dem Großteil unserer Produkte am Beginn fast aller Wertschöpfungsketten stehen. Was sich also jetzt bei uns bemerkbar macht, wird sich mit entsprechender Verzögerung in praktisch allen anderen Branchen niederschlagen. Das ist genau das Problem, und hier mit Abstand die höchsten Energiepreise. Das ist durch den Ukraine-Krieg noch schlimmer geworden. Wir sind aber eine Exportnation. Einen solch massiven Wettbewerbsnachteil können wir auf Dauer nicht durchhalten. Genau das ist das Problem, und das ist ja eben ein Wettbewerbsnachteil, der jetzt nicht vom Himmel gefallen ist, sondern der politisch gewollt ist. CO2-Bepreisung, Abschaltung von Energiequellen und so weiter und so fort. Jetzt fordert dieser Mann natürlich eine Strompreisbremse für die Industrie.
Kann man machen, aber letztendlich ist das Problem ja, dass der Strom künstlich teuer gemacht wurde. Jetzt soll man dann hintenrum wieder für die Industrie diesen Strom subventionieren auf Kosten der Steuerzahler. Das macht eigentlich keinen Sinn. Macht doch den Strom günstiger, indem ihr mehr Angebot an Energie praktisch zulasst, statt eben Angebot abzuschalten. Dazu würde gehören eben auch Atomkraft, auch das Fracking in Deutschland, das sehr viel umweltschonender wäre als das, was wir zum Beispiel aus den USA oder anderen Ländern an Fracking-Gase beziehen. Aber nein, wir sind ideologisch festgelegt. Und das ist genau das Problem. Und dann haben wir noch eine Bürokratie, wo hier die Dinge nicht funktionieren. Da sagt dieser Chef des Chemieverbandes, Turbo für Genehmigungsverfahren, die bislang jahrelang dauern. Wie gesagt, die Bürokratie verwaltet sich selbst und er sagt auch nicht das deutsch-europäische Erzwingen mit der Peitsche, das ist ja diese Verbotskultur, stattdessen ein Mindset des Machens und Ermöglichens. Genau das ist der Punkt, lasst die Leute kreativ sein, gebt den Leuten die Chance, was zu entwickeln, statt zu sagen, nein, das wollen wir nicht, das muss verboten werden, dieses mit dem Zeigefinger, das geht den Leuten echt auf die Nerven und vertreibt letztendlich den Unternehmergeist. Und da ist der Chef des Chemieverbandes nicht alleine, auch Füst vom IFO sagt, die Deindustrialisierung ist bereits am Gange, vor allem in zwei Schlüsselbranchen für Deutschland, Chemie und Autos. Wir sehen auch die Autoindustrie mit massiven Schwierigkeiten, die Absatzzahlen der Elektrofahrzeuge, die bleibt weit hinter den Erwartungen. Wir haben jetzt etwa in diesen Branchen, Automobilindustrie, haben wir nur noch 2/3 des Niveaus von 2018. Wir haben also 1/3 verloren an Produktion, muss man sich vorstellen. Noch sei Deutschland so Fuß nicht der kranke Mann Deutschland, aber ist wie ein 40-jähriger Mensch, der lange erfolgreich war, sich jetzt aber beruflich umorientieren muss. Das ist ein Risiko, aber eigentlich auch natürlich eine Chance, mal irgendwie was Neues zu machen. Einige wichtige Bedingungen für Investoren haben sich in den letzten 10 Jahren schleichend verschlechtert, sagt der Fuß. Und in Zukunft werden wir wahrscheinlich noch mehr Bürokratie, mehr Unternehmenssteuern haben. Irgendwie muss der Wohlfahrtsstaat auch finanziert werden. Und in Zukunft werden wir das alles mit weniger Arbeitskräften wahrscheinlich finanzieren müssen. Die Migration ist dafür keine Lösung, weil wir weitgehend unqualifizierte Migration haben. Wir versuchen jetzt, das ein bisschen zu verbessern, aber bieten denjenigen, die qualifiziert werden, praktisch 0 Anreize. Deswegen wird auch das nicht funktionieren. Und hier sehen wir das Resultat. Geld fließt aus Deutschland ab. Massiv, vor allem in den letzten 2 Jahren. Seit 2014 hatten wir nur 2020 keine Abflüsse, aber da war Corona, da haben die Leute wahrscheinlich ihr Geld nicht hinausbekommen wegen den Lockdowns, ja, keine Ahnung, aber das ist natürlich schon ein wirklicher Sargnagel. Wenn das Kapital flieht, dann gehen andere Dinge eben auch mit, das darf man nicht vergessen. Kommen wir zu something completely different, let's come to the markets. Wir hatten gestern ja diese niedrigere Inflation, aber jetzt haben wir den einfachen Part sozusagen dieses Rückgangs der Inflation hinter uns, denn ab jetzt werden die Basiswerte niedriger, das heißt die Vergleiche zum Vorjahresmonat werden höher und dementsprechend könnten wir in Richtung 4-5% wieder laufen Richtung Jahresende, also diese 3,0, die wir gestern gesehen haben zum Vorjahresmonat, dürfte der Tiefpunkt gewesen sein. Die Fed wird dennoch die Zinsen anheben, ob einmal oder zweimal. Zweimal ist jetzt unwahrscheinlicher geworden mit dieser Inflationszahl, aber hier sagt eben Christoph Barrow über die Fed, es gibt kein Anzeichen für ein abruptes Schlechterwerden der Konditionen am Arbeitsmarkt. Wir sehen nach wie vor hohe Hauspreise, nach wie vor hohe Mieten und wir sehen, dass die Financial Conditions sich seit Ende Mai wieder deutlich gelockert haben. Auch wenn die Fed und der Paul das immer bestreiten, die sagen, ja, diese Financial Conditions hätten sich gestrafft. Heute wichtig, die Erzeugerpreise aus den USA im Juni, die werden wahrscheinlich wie CPI, also wie die Headline-Inflation, auch niedrig ausfallen. Das ist mindestens zur Erwartung. Wir erwarten, wir hatten jetzt in den letzten 4 Monaten 3-mal zum Vormonat negative Zahlen und wir sehen, wie stark die unten in dieser Grafik, wie stark hier zum Vorjahresmonat diese Erzeugerpreise zurückgekommen sind. Die Märkte gestern natürlich hurra, hurra, hurra. Die Fed wird aber die Zinsen nicht senken, vielleicht nur einmal anheben statt zweimal. Okay, where's the difference? Jedenfalls sehen wir den Nasdaq, neue Hochs mit einem Anstieg sogar über das Bollinger Band bei negativer Divergenz im RSI, wie Sven Hendrik hier zeigt. Hier sehen wir mal
dass praktisch Value so dermaßen unterbepreist ist im Vergleich zu Growth, wie schon lange nicht mehr. Gab nur zwei Situationen in den letzten Jahrzehnten, wo das noch krasser war. Das war Dotcom-Blase und dann auf dem Hoch der ultralaxen Geldpolitik der Fed. Gestern haben wir beim Dow Jones so eine komische Kerze gemacht. Wir sind nach oben zum Widerstand gelaufen, aber dann so eine Umkehrkerze, Fragezeichen. Wir sehen, dass die Transportwerte sehr, sehr gut laufen. Das passt nicht zusammen mit dem Dow Jones insgesamt, aber wir sehen auch beim SPY, also dem maßgeblichen ETF auf den S&P 500, jetzt diesen Ausbruchsversuch, aber auch da diese komische Kerze. Ich weiß nicht, ob Sie das erkennen können, ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber wir haben jetzt beim Bullish Percentage Index einen RSI über 80, das hatten wir nicht mal kurz vor dem Corona-Crash, als wir da auch sehr euphorisch unterwegs waren. Und das in einer Zeit, damals war praktisch noch Zinsen kein Problem, Stimulus war alles super. Und jetzt haben wir eben sehr, sehr hohe Zinsen, haben ein anderes Umfeld, aber das wird komplett ignoriert. Hier sehen wir mal, keiner braucht Protection, Equity Put Call Ratio, also praktisch No Puts, aber viel Calls. Und das in einer Situation, wo Goldman Sachs jetzt sagt, immer mehr Kunden sagen, fragen uns, Mensch, sind Allzeithochs möglich beim S&P 500? Und wir sagen, ja, das ist möglich. Wir sind jetzt übrigens 3% höher als zu dem Zeitpunkt, als die Fed ihren Zinsanhebungszyklus begonnen hat im März 2022. Und wir sind nach allen Kategorien teuer oder sehr teuer. Hier sehen Sie mal die verschiedenen Kategorien. Das Einzige, wo wir einigermaßen fair bewertet sind, ist Equity Risk Premium gegenüber Corporate Bond Yields. Aber das liegt daran, dass diese Unternehmensanleihenrenditen eben auch vergleichsweise niedrig sind. Dementsprechend die Risikoprämien für Aktien in Relation zu Staatsanleihen so niedrig sind wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr. In fast jeder Hinsicht zumindest jetzt, was die Indizes betrifft, die ja durch die maßgeblichen großen Tech-Unternehmen bestimmt wurden, sind wir da nicht mehr günstig. Wir sehen, dass die Meme-Aktien 15% in den letzten 10 Tagen gestiegen sind, also der Dreck wieder nach oben gespült. Unprofitable Tech-Unternehmen 13% gestiegen in den letzten 4 Tagen. Das ist so ein bisschen wie im Jahr 2021, als der Junk auch richtig schön nach oben gegangen ist, während die Magnificent Seven, also die wunderbaren 7 AI-Aktien hier weitgehend unverändert sind. Neue Daten zur Stimmung in den USA ist ein bisschen weniger euphorisch geworden. Jetzt etwas weniger Bullen, aber nach wie vor nur ein Viertel sind bärisch. Hier ein Bericht, Retail Investors starting to rotate away from AI Stocks. Und also die gehen schon auch jetzt langsam nicht mehr rein, obwohl Aktien wie Nvidia gestern deutlich gestiegen sind. Aber die Institutionellen warten jetzt, diese überteuerten Aktien zu shorten. Jetzt nochmal zur Reaktion auf das, was gestern passiert ist mit den Inflationszahlen. Wir sehen den Dollar mit dem größten Fall seit Januar 2023, 4 Tage in Folge jetzt unter Verlust. Wir sind jetzt so tief im Dollarindex, Bloomberg-Dollarindex, wie seit April 2022 nicht mehr. Hier sehen wir mal auch zum Yen, zum Offshore-Yuan und so weiter, ging es da deutlich nach unten. Insgesamt ist ein schwächerer Dollar natürlich für die USA dann auch wieder ein Problem, weil er Inflation letztendlich mit sich bringt, Abwertung des Dollar ist dann inflationär. Wir sehen jetzt auch, die Ölpreise sind gestiegen. Wir sind jetzt wieder so im Bereich 75 bei Crude Oil. Da waren wir schon ganz tief im 60er-Bereich. Hier sehen wir mal den Euro-Dollar, der jetzt auf dem höchsten Stand seit März 2022 zum Dollar handelt. Und das bei Fundamentaldaten, hier City Economic Surprise Index, die eine völlig andere Sprache erzählen. Also da bin ich mal gespannt. Die EZB will ja weiter die Zinsen anheben. Aber was wird jetzt in den USA passieren? Und das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Beobachtung von Diego Fastenach, der sagt, warum war der Arbeitsmarkt bisher so stark? Weil die Reallöhne faktisch gesunken sind. Das heißt, die Inflation war höher als die Lohnanstiege. Inflation machte den Faktor Arbeit billiger, da Lohnsteigerungen oftmals erst als Reaktion auf vergangene Inflation erfolgten. Wir haben ja derzeit eine Preis-Lohn-Spirale und nicht eine Lohn-Preis-Spirale. Also die Löhne reagieren auf die Inflation. Die Reallöhne sind in den letzten 3 Jahren gesunken. Aus diesem Grund haben
Unternehmen mehr Arbeitskräfte nachgesagt. Das heißt, für die Unternehmen war das relativ günstig, Leute einzustellen, weil die Lohnsteigerungen unter der Inflation waren. Das heißt, faktisch sind die günstiger geworden sogar. Aber jetzt dreht sich das, jetzt steigen die Reallöhne, weil die Inflation nach unten geht, aber die Arbeitnehmer höhere Löhne bekommen. Und hier sehen wir mal, und das wird bedeuten, dass Unternehmen perspektivisch dann Mitarbeiter abbauen werden. Das ist das, was wir im zweiten Halbjahr sehen werden. Einen deutlichen Anstieg der Jobverluste. Und hier sehen wir Konsum jetzt, Amazon Prime aktuell wichtig. Wir haben ja Amazon Prime Day, 6,4 Milliarden Umsatz in den ersten 24 Stunden. Das ist zwar 6% über dem Vorjahresmonat, aber es ist unter den Erwartungen, weil viele ja auf Schnäppchen da hoffen und sich zurückgehalten haben, vielleicht mit dem Konsum anderer Güter. Wir haben jetzt Daten aus China, by the way, wieder miserabel, Exporte und Importe jeweils schlechter als erwartet, mit minus 12,4 und 6,8%. Also nach wie vor richtig miserable Zahlen aus der chinesischen Wirtschaft, die ja eine schrumpfende Bevölkerung hat und daher die Perspektiven umso mauer sind, als ja vor allem Xi Jinping vor allem auf Staatsunternehmen setzt, die sehr ineffektiv sind. Ineffektiv auch die Politik der deutschen Bundesregierung. Jetzt Scholz unter Druck, Deindustrialisierung und Investitionsabflüsse. Jetzt versucht Scholz mit öffentlichen Auftritten das Ganze also ein bisschen zu reparieren. Siemens will jetzt in Deutschland investieren. Scholz geht hin und freut sich. Erste Empfehlung, zweite Empfehlung. Die EZB macht einen Riesenfehler, sagt der portugiesische Finanzminister. Wir sind schon sehr, sehr schwach mit der Wirtschaft. Passt auf. Zweite Empfehlung und dritte und letzte Empfehlung. Jetzt gehen alle gegen den Dollar, die Wette von Fondsgiganten. Also der Dollar zum Abschluss freigegeben? Fragezeichen. Diese drei Empfehlungen, das war das letzte, der letzte Videoausblick, erstmal heute Abend noch ein Marktgeflüster, dann morgen und nächste Woche keine Videos, wieder weiter geht es dann am 24. Juli. Servus, ciao.